Herzlich willkommen zu meinem Vortrag zum UMO Accessibility Computer. Ich arbeite beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, für das Institut für Verkehrsforschung. Und wir haben in einem Forschungsprojekt ein kleines Tool entwickelt zur Berechnung von Erreichbarkeitsmaßen. Das Tool haben wir jetzt unter eine Open-Source-Lizenz gestellt und und ich möchte es jetzt mal vorstellen und euch mal ein bisschen zeigen, was man damit machen kann und wie das funktioniert. Und wir hoffen natürlich, dass es auch der ein oder andere vielleicht noch nutzen möchte. Im Kontext der Verkehrsplanung können Erreichbarkeiten verstanden werden als die Leichtigkeit, mit der Menschen Ziele erreichen können. Das kann sich beziehen auf persönliche Attribute, wie jetzt zum Beispiel, wie schnell bin ich bei der nächsten S-Bahn-Haltestelle, oder auch mehr generalisierte Aussagen, wie zum Beispiel, wie viele Arbeitsplätze oder Freizeiteinrichtungen oder Restaurants kann ich mit einem bestimmten Verkehrsmittel innerhalb einer bestimmten Zeit erreichen. In der Verkehrsplanung werden zunehmend Erreichbarkeiten auch verwendet. So in der klassischen Verkehrsplanung ist es so, dass sich das sehr auf den MIV, also auf den PKW bezieht, und alle Kenngrößen, die da so generiert werden, die sind eben für den PKW, also die durchschnittliche Geschwindigkeit oder der Verkehrsfluss. Und bei Erreichbarkeiten ist es so, dass die sich halt auf alle Verkehrsmittel beziehen. Also das heißt, es werden ÖPNV-Erreichbarkeiten berechnet und Raderreichbarkeiten und zu Fuß, und dass sie auch die Stadt und die urbane Strukturen mit einbeziehen. Daher sind eigentlich Erreichbarkeiten ein sehr gute Indikatoren, um ein Verkehrssystem einer Stadt zu charakterisieren. Das heißt, Erreichbarkeiten sind also wichtige Indikatoren für die Stadtplanung. Und gerade wenn man so jetzt als Ziel sieht, die Stadt der kurzen Wege, kann man sich vorstellen, dass es natürlich wichtig ist, dass viele Gelegenheiten schnell erreichbar sind. Wir benutzen Erreichbarkeiten auch für das Monitoring der Ziele nachhaltiger Stadtentwicklung, wie zum Beispiel die Sustainable Development Goals, in denen auch festgelegt ist, dass ein Ziel einer nachhaltigen Stadt eine gute Erreichbarkeit des ÖPNVs sein sollte. Erreichbarkeiten sind also eine Möglichkeit zur integrativen Bewertung von Stadtstruktur und Verkehrssystemen, einschließlich des öffentlichen Verkehrs und des Rades. Und im Gegensatz zu jetzt sehr komplexen Verkehrsmodellen basieren die auf relativ leicht zu erfassenden und leicht zu bekommenden Datengrundlagen. Unsere Motivation, diese Software zu entwickeln, war eigentlich, dass wir verschiedene Modelle haben, deren Grundlagendaten Erreichbarkeiten benötigen. Das sind zum einen, ist es ein agentenbasiertes Verkehrsnachfragemodell, das also die Mobilität von einer gegebenen Bevölkerung, zum Beispiel in unserem Fall den 3,6 Millionen Personen in Berlin, modelliert, und eben auch die aufgesuchten Gelegenheiten und Verkehrsmittel modelliert in sogenannten Wahlmodellen. Und für diese Wahlmodelle werden eben Erreichbarkeiten benötigt, beziehungsweise die sind wichtige Indikatoren für diese Modelle. Genauso ist es bei unserem Landnutzungsmodell, das Standortwahlentscheidungen in einer Simulation abbildet. Und eben für diese Standortwahlmodellen sowohl von Privatpersonen als auch von kommerziellen Einrichtungen sind Erreichbarkeiten eben wichtige Indikatoren. Im Wesentlichen, was wir da berechnen, ist, wir zählen im Prinzip Gelegenheiten, die man in einer bestimmten Zeit oder in einer bestimmten Distanz erreichen kann. Inputdaten für das Tool sind natürlich
die Ausgangspunkte und die Ziele von Wegen, also das können Polygone oder Punkte sein, und optional eine Gewichtung, also ein Gewichtungsfaktor. Das könnten jetzt zum Beispiel sein Bewohner von einem Haus, wenn man von den Einzelhäusern aus footet. Es muss ein Straßennetz vorhanden sein. Da müssen drin sein, also die erlaubten Verkehrsmittel pro Streckenabschnitt und die Geschwindigkeiten für den motorisierten Verkehr. Wir haben auch so ein paar Importer-Skripte für OpenStreetMap-Daten und bereiten die quasi selber auf, diese Straßennetze. Optional können wir auch GTFS-Daten, da haben wir eh schon ein bisschen was drüber gehört, einbinden, um dann auch durch das ÖPNV-Netz zu routen. Die Daten müssen alle in eine PostGIS-Datenbank geladen werden und werden von da aus dann von dem Tool angesprochen. Im nächsten Schritt werden dann die Zugänge zum Straßennetz generiert. Also routet man von den Einzelhäusern, werden eben die Zugänge zu den Straßen bestimmt und eingebaut in das Straßennetz. Dann kommen verschiedene Indizierungen, um das noch so ein bisschen zu beschleunigen. Im Falle von Straßen, die jetzt in zwei Richtungen fahren, wird halt immer die rechte Straßenseite benutzt. Im Prinzip gilt das Gleiche auch für die ÖPNV-Haltestellen. Auch da werden eben die Verbindungen zu den Straßennetzen dann generiert. Die Berechnung selber erfolgt durch einen Dijkstra Shortest Path Algorithmus, der halt verschiedene Abbruchkriterien hat, je nachdem, was man berechnen will. Das ist zum einen eine maximale Reisezeit. Also das heißt, kann man zum Beispiel rechnen, wie viele Arbeitsplätze kann ich in einer halben Stunde mit dem Auto oder mit dem ÖPNV erreichen. Dann eine maximale Distanz, also wie viele Arbeitsplätze erreiche ich, wenn ich jetzt 1 Kilometer weit fahre. Eine maximale Anzahl, also wie weit muss ich fahren, um 500 Arbeitsplätze zu erreichen. Und die kürzeste, also da stoppt der Algorithmus, wenn das erste Ziel erreicht ist. Also wie weit ist die Distanz zur nächsten ÖPNV-Haltestelle, wäre das ein Beispiel. Das Tool unterstützt die Berechnung von Erreichbarkeiten für verschiedene Verkehrsmittel und Verkehrsmittelkombinationen. Da werden natürlich dann auch verschiedene Teile des OSM-Straßennetzes benutzt. Also für das Radrouting werden natürlich nur Teile genutzt, die dann auch für das Radfahren geeignet sind. Die Geschwindigkeiten für die einzelnen Verkehrsmittel oder für die Modi können selber angegeben werden, aber standardmäßig sind es eben 5 km/h zu Fuß, 12 km/h mit dem Rad. Mit dem Pkw ist es die maximal erlaubte Geschwindigkeit, aber es können auch reale Geschwindigkeiten genommen werden, wenn man die hat für die einzelnen Streckenabschnitte und für alle Uhrzeiten. Und für die ÖPNV-Geschwindigkeiten werden natürlich aus den Fahrplänen generiert. Man hat dann die Möglichkeit, also die Erreichbarkeiten werden berechnet für alle, von allen Quellen zu allen Zielen, und auf Basis zusätzlicher Geometrien können dann Aggregationslevel festgelegt werden. Man kann also die Erreichbarkeiten einzeln berechnen, oder man kann auf der Seite bei den Ausgangspunkten aggregieren, das heißt, wie viele Restaurants erreiche ich im Durchschnitt aus meinem Gebiet. Oder man kann auf der Zielseite aggregieren, das heißt, wie viele Restaurants erreiche ich in einem anderen Gebiet von meinem Haus aus. Oder man kann eben auf der Ziel- und der Anfangsseite aggregieren, das heißt, wie viele Restaurants durchschnittlich erreiche ich von meinem Gebiet in einem anderen Gebiet. Das ist mal so ein Beispiel für Isochronen. Wir haben ja auch schon vorhin Beispiele gesehen. Isochronen sind so die einfachste Form von Erreichbarkeit. Sie vernachlässigen die Ziele und können lediglich eine Quelle gleichzeitig darstellen. Auf der linken Seite ist also
Es wird dargestellt die erreichbare Fläche in einer halben Stunde. Der Startpunkt ist hier der Standort des DLR in Berlin, Adlershof. Auf der linken Seite dargestellt mit dem PKW und auf der rechten Seite mit dem ÖPNV. Also man kann hier sehen, man kann mit dem PKW eigentlich eine größere Fläche abdecken innerhalb einer halben Stunde, aber mit dem ÖPNV hat man vielleicht die Möglichkeit, zu bestimmten Bahnhöfen zu kommen, die mit dem PKW in der Zeit nicht erreichbar wären. Das ist jetzt mal so ein Beispiel für die Aggregation. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen. Auf der linken Seite ist dargestellt die Erreichbarkeiten für einzelne Häuser zur S- und U-Bahn. Man sieht schon, dass man da eigentlich gerade die Häuser, die jetzt, wo die Erreichbarkeit nicht so gut ist, dass man die eigentlich nicht sehr gut sehen kann in der Karte. Und auf dem aggregierten Level sieht man dann also Gebiete, wo es vielleicht noch Bedarf gibt, den ÖPNV an der Stelle noch ein bisschen zu erweitern. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel bringen zur Intermodalität. Also wir haben ja vorhin auch schon was über Intermodalität gehört. Intermodalität bedeutet, dass man auf einem Weg mehrere Verkehrsmittel nimmt. Hier ist mal dargestellt die Anzahl der erreichbaren Arbeitsplätze in einer halben Stunde, links oben zu Fuß, oben in der Mitte mit dem Fahrrad und oben rechts mit dem Auto, unten links mit der Kombination ÖPNV und zu Fuß, unten in der Mitte mit der Kombination ÖPNV und Rad und rechts unten Auto und ÖPNV. Auto und ÖPNV, das sind deshalb so wenig, weil wir da Ziele rausgenommen haben, die jetzt, wenn man nur mit dem Auto fährt, schneller zu erreichen wären. In dem Fall macht es einfach keinen Sinn, dass man diese Kombinationen macht. Wenn man sich das dann mal plottet, kann man gut sehen, dass mit dem Auto eigentlich die meisten Gelegenheiten in der Stadt erreicht werden können in einer halben Stunde, gefolgt von der Kombination Rad-ÖV und Rad und ÖV. Bei den zurückgelegten Distanzen ist die Kombination Auto und ÖV am höchsten, gefolgt von der Kombination Rad und ÖV. Und man sieht hier, dass gerade bei der Distanz die Rad-ÖV-Kombination schon eine echte Alternative ist zum Autofahren. Allerdings ist das Auto scheinbar halt einfach noch ein bisschen flexibler, weil man damit mehr Gelegenheiten noch erreichen kann. Das haben wir dann auch mal angeschaut für die Kosten. Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Also die Kosten sind im Auto am höchsten. Danach kommen die Kosten für den ÖV und das Auto, dann für den ÖV und dann für die Kombination Rad und ÖV. Ähnlich ist es bei den Emissionen, aber das haben wir eigentlich auch so erwartet. Jetzt möchte ich noch ein Beispiel bringen zum Monitoring der Ziele nachhaltiger Stadtentwicklung. Hier haben wir uns mal angeschaut, wie die Erreichbarkeiten von dem ÖPNV auf der linken Seite, von Schulen in der Mitte und von Parks und Grünanlagen rechts sind. Oben, das ist die Stadt Berlin und unten ist die Stadt Mexiko-Stadt. Was hier vielleicht auffällig ist, ist, dass in Berlin dass es da einige Teile gibt, wo die Versorgung mit Schulen doch relativ schlecht aussieht. Wir haben das dann mal, wir haben die Zugangszeiten, also wir haben nur den Teil der Bevölkerung genommen, die schulpflichtigen Kinder repräsentiert und haben da die Zugangszeiten akkumuliert und haben dann so feststellen können, dass in Berlin
zum Beispiel 85% der Kinder innerhalb von ca. 15 Minuten bei der nächsten Schule sind. In Mexiko-Stadt sind 85% der Kinder in ca. 12 Minuten bei der nächsten Schule. Also man sieht, das ist eigentlich ein Instrument, um erstens mal so ein Gefühl dafür zu kommen, wie ist der Jetzt-Zustand, aber man kann damit auch Monitoring und man kann auch Städte vergleichen. Hier wurde einfach nochmal dargestellt, dann kann man sich auch mal darstellen, wie sieht es eigentlich aus, und wir haben uns mal dargestellt, wie die 15% der Gebiete mit der höchsten Zugangszeit zu einer Grundschule sind, also wo sind eigentlich die Gebiete, wo es noch Bedarf gibt für planerische Maßnahmen, und haben dann auch mal dargestellt, wo die Gebiete sind, die in 15 Minuten, also wo die Zugangszeit zu den Schulen über 15 Minuten beträgt. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. So die Feature von diesem kleinen Programm, das ich hier präsentieren will, das ist kommandozeilenbasiert, ist programmiert in Java, ist multithreading-fähig, also einigermaßen performant, es liest Daten aus einer PostGIS-Datenbank, besitzt flexible Abbruchkriterien wie die maximale Reisezeit, maximale Distanz, Abbruch bei der ersten Quelle für zum Beispiel die Distanz zu dem Haltepunkt, die ermöglicht variable Aggregationen, verschiedene räumliche Auflösungen und ermöglicht eine Gewichtung von den Ausgangspunkten und den Zielpunkten und eine Integration von der Kantenbelastung, als falls man die hat, aus Simulationen oder woher auch immer, und unterstützt verschiedene Reisegeschwindigkeiten für die verschiedenen Modi. Wir haben die ganz frisch unter einer Open Source GPL-Lizenz gestellt, und ja, wenn ihr Lust habt, schaut euch das mal an, schaut mal rein, ob ihr das für euch verwenden könnt oder wollt. Generell läuft das Tool sehr stabil, allerdings müsste man so ein bisschen in der Anwendbarkeit vielleicht noch, gibt es vielleicht noch Verbesserungsbedarf. Das war es erstmal von meiner Seite. Ich freue mich über Fragen. Herzlichen Dank, Simon. Eine zeitliche Punktlandung. Wunderbar, ja. Ja, Fragen, wir haben schön Zeit für Fragen. Dort vorne ist eine. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe zwei kleine Fragen. Ja. Die erste ist nochmal, wer ist jetzt konkret die Zielgruppe? Weil wenn ich lese, wie ich dieses Tool benutze, und du hast gesagt, Stadtplaner wären, oder für die Stadtplanung wäre es anwendbar, kann ich mir jetzt keinen Sachbearbeiter in der Stadtplanung vorstellen, der eine Kommandozeile bedient. Das wäre immer meine Frage, einfach, wer ist die Zielgruppe und habt ihr vor, wenn es bisher nur mit Kommandobefehlen bedient wird, eine Oberfläche zu programmieren? Das wäre die erste. Also wir planen mit UN-Habitat zusammen, zum Beispiel, die sind verantwortlich eben für diese SDGs, für diese Sustainable Development Goals. Mit denen schreiben wir gerade zusammen einen Antrag, wo wir genau das eigentlich machen wollen, also wo wir die Anwendbarkeit noch erhöhen wollen und auch eine grafische Oberfläche da mit anbieten wollen. Wie wir das genau machen, ist noch nicht klar. Aber dadurch, dass wir das eigentlich primär bislang intern genutzt haben, haben wir da jetzt noch nicht den Bedarf gehabt, das zu machen. Zweite ganz kurze Frage, du hast gerade stabil, und wie ist die Performance, weil Many-to-Many-Analysen sind einfach immer, dauern immer lange, und da wäre meine Frage, ob du irgendwie mal so sagen kannst, wie für so eine Stadt wie Berlin oder Mexico City, wie lange rechnet ihr? Ich kann es nicht genau sagen. Also es kann schon mal sein, also wir lassen es teilweise schon mal über Nacht laufen. Aber es ist klar, es gibt viele Häuser, wenn man von allen Häusern zu allen Häusern routet in Berlin, dann dauert das halt seine Zeit. Aber es sind jetzt keine Wochen oder so.
Hallo, ich versuche es mal, meine Stimme ist ein bisschen. Sind auch Bevölkerungsdaten mit integriert? Weil man müsste ja eigentlich auch wissen, wo die Kinder wohnen, die dann den Bus nehmen sollen, damit sie zur Schule kommen. Nee, es sind überhaupt keine Daten integriert. Das ist eigentlich nur die Software an sich. Die Daten muss man sich eigentlich selber organisieren. Lässt sich auch berücksichtigen, zu welcher Tageszeit die Reisezeit dann berücksichtigt wird? Mhm, ja. Genau. Also man kann entsprechend dann Analysen machen. Genau, ja, das ist kein Problem. Man kann die Startzeit angeben. Mhm. Ja. Danke. Und wir haben eben auch, also in Berlin haben wir ein Verkehrsflussmodell, das heißt, wir haben die Belastung für die einzelnen Kanten. Wir wissen, an welcher Tageszeit welche Geschwindigkeiten gefahren werden. Und somit kann man halt auch recht aussagekräftige Analysen machen. Diese kurze Frage, die geht eigentlich in die gleiche Richtung wie mein Vorredner. Ich habe sowas in viel kleinerem Maßstab mit der Google, irgendeiner Google-API mal ausprobiert. Google Routing, was ja quasi Echtzeitinformationen mit Staus und so weiter mit einbezieht, Verspätungen. Also bei so einem Gebilde wie Berlin eigentlich immer interessant ist, um eine reale Einschätzung zu kriegen von dem, was man so hat, tagesortabhängig. Habt ihr euch das irgendwie angeguckt? Wie setzt ihr das um sowas abzubilden? Also Echtzeitinformationen haben wir auch nicht. Aber wir haben, wie gesagt, eben ein Verkehrsnachfragemodell. Das ist gekoppelt mit einem Verkehrsflussmodell. Also wir erstellen eine Nachfrage für jede Person. Wir wissen also für jede Person in Berlin, was die den ganzen Tag über macht und wohin die fährt. Und dann wird es umgelegt in so einem Verkehrsflussmodell. Und da kriegt man dann halt die realen Reisezeiten raus. Aber und dann kann man das gegen Reisezeiten aus dem ÖPNV stellen. Wo bekommt man denn die Arbeitsplatzdichte her? Das sind tatsächlich Daten, die wir gekauft haben von einem kommerziellen Anbieter. Okay. Da war, glaube ich, dort noch eine Frage, ja? Könnt ihr das Mikro gleich durchreichen, bitte? Machen wir es mal so. Eine Frage, wenn ihr wirklich von jedem Haus in Berlin zu jedem Haus routet, habe ich das richtig verstanden? Ja. Dann kommst du ja schon auf eine ganz große Anzahl an Relationen. Mhm. Aggregierst du die Daten während der Laufzeit oder hantierst du dann hinterher mit, ich habe es gerade mal überschlagen, so über einem Terabyte an Daten und mit was für einem System verarbeitest du das Ganze, um es dann wieder zu aggregieren? Das kann ich leider so nicht beantworten. Da müsste ich meinen Kollegen fragen, der hat das gemacht. Also es entstehen da keine Terabyte an Daten in irgendwelchen Arbeitsspeichern oder so. Ja, ich hätte auch noch eine Frage zu den Daten mit Auto- und ÖPNV-Verkehr. Mhm. Hierbei würde mich einmal interessieren, geht ihr dabei nur davon aus, dass ich mein eigenes Auto benutze oder auch Carsharing? Naja, wir berücksichtigen keine Zugangszeiten zum Auto und wir berücksichtigen auch keine Zeiten, die man jetzt braucht, um einen Parkplatz zu suchen. Also insofern gibt es da jetzt keinen großen Unterschied, ob man jetzt ein Carsharing-Auto nimmt oder ein eigenes. Okay, und wenn ihr jetzt, das gab ja auch noch diese Kostenabschätzung, war ja, glaube ich, die Kernaussage, dass wenn ich nur das Auto benutze, das günstiger ist als, teurer ist als ÖPNV und Auto. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil ich meine, die Anschaffungskosten und die laufenden Kosten für das Auto habe ich ja in beiden Fällen. Auch das haben Kollegen von mir gemacht, diese Analysen. Ich glaube, die haben einfach Standardsätze angenommen für den Kilometer an Autokosten. Ich müsste auch eigentlich wissen, wie viel das ist, aber ich weiß es gerade nicht. Und in Berlin ist es ja so, dass man halt, dass es ein Bundsystem ist im ÖPNV und der ist auch relativ günstig. Also das heißt, man kann dafür 2,90 Euro schon eine Stunde in der Stadt rumfahren. Okay, vielen Dank.
Hier ist die nächste Frage. Danke. Ich hätte bloß noch mal eine Frage. Ihr habt das jetzt unter die Lizenz GPL gestellt. Was hat euch bewogen, gerade die GPL zu wählen? Weil GPL ist, ich frage vor dem Hintergrund, GPL ist problematisch halt mit kommerzieller Weiterbenutzung. Auch das kann ich nicht genau beantworten. Also ich kann nur sagen, das DLR ist eine große Institution. Da gibt es auch viele Richtlinien, die wir jetzt nicht verantworten können. Und wir haben da auch Vorgaben. Aber was genau der Grund jetzt für die Lizenz war, das weiß ich leider nicht. Okay. Ja, ich glaube, es ist eher sogar eine Ausnahme, dass wir überhaupt was Open Source stellen. Jetzt mal kurz, das Carsharing hat auf einen interessanten Punkt aufmerksam gemacht, für mich zumindest. Etwas näher, bitte. Entschuldigung, das Carsharing war eine interessante Frage, die Zugangszeiten, also sprich Abstellen von einem Auto zählen, modelliert er ja quasi nicht. Ja. Ist das machbar, das zu ergänzen, weil für mich ist das ja eigentlich essentieller Zeitfaktor in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel fürs Autofahren. Ich schaffe vielleicht in 10 Minuten eine interessante Distanz und dann gondel ich eine ganze Stunde und ich kenne Berlin ganz gut im Kreis, bis ich die Kiste wieder los bin. Tatsächlich haben wir kein Parkmodell. Ehrlich gesagt wissen wir gar nicht mal, wo in Berlin überhaupt Parkplätze sind und wie viele. Und das sind aber Sachen, die wir jetzt in Zukunft auch bearbeiten werden. Also wir probieren erst mal herauszufinden, wie viele Parkplätze gibt es überhaupt auf der Straße. Und dann kann man sich überlegen, wie die gefüllt sind und in welchen Tageszeiten man dann wie weit laufen müsste. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Da fällt mir etwas ein, das ist eine andere Abteilung, DLR, ich glaube, die sitzen irgendwo in München, die gucken sich da so mit Radars ganze Städte an und lösen mit dem Radars dann einzelne Fahrzeuge auf und tracken die quasi durch ganze Städte durch. Genau, mit denen arbeiten wir jetzt zusammen in dem Projekt. Genau. Ja. Aber nicht mit Radar, sondern mit Luftbildern. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Falls vorhanden. Sonst herzlichen Dank nochmal dir, Simon, für die Ausführungen, auch den anderen Referenten nochmal dieser Session.